Hey und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Sims Mobile. Heute habe ich ein Energy dabei. Und wie ihr seht, ist, wenn sie jetzt nicht wegläuft, Luisa ist älter geworden. Sieht aus wie ihre Mutter. Und unser Jonathan sieht aus wie der Papa. Also wir haben alles richtig gemacht. Wir machen jetzt auch bloß nicht noch mehr Kinder. Mittlerweile haben die beiden auch ihr letztes Merkmal bekommen. Also er hat jetzt Glückspilzen. Ich glaube, sie braucht das hier noch. Muss ich mal gucken. Genau, sie ist auch kurz davor. Ich denke mal, nach dem Hobby hier sollte das gehen. Ich habe mittlerweile übrigens meine Freundesliste erweitert. Vor allem aus einer Gruppe bei Facebook. Da gibt es ganz viele Leute, die halt auch. Ne? Ich habe noch einige Freundschaftsanfragen offen. Habe ich gerade erst alles gemacht. Ich hätte gerne nämlich halt, wie gesagt, ein paar Leute, wo wir dann auch so ein, ich sag mal, so ein Show nochmal machen können, wo ich dann nochmal zu den Häusern gehe und dann gucken wir einfach mal, wie die das aufgebaut haben. Finde ich nämlich keine schlechte Idee. Ja. Heute habe ich schon die Party von Follini besucht. Und eine haben wir noch offen. Cassie ist ja auch aus der Freundesliste. Johnny glaube ich nicht. Oder doch, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall möchte ich jetzt mit Isaiah eine Geburtstagsparty machen. Weil wir es können. So, offen für jeden. Ja, klingt gut. Eine epische Party veranstalten. Wir kriegen das hin. Überall Sternchen, Glitzer. Ich habe die Agentur übrigens mittlerweile auch freigeschaltet. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Ich spiele immer ein bisschen weiter. Ich bin ja auch im Ruf, wollte ich sagen. Ich bin ja auch aufgestiegen. Mittlerweile hat man hier ein paar mehr Leute. Ne? Also manche, die haben es ja echt übertrieben. Ich frage mich ja, also ich bin jetzt ja hier. Huch, nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja, ich habe hier noch einen weiteren, bald kriege ich den Raum dazu. Mein nächstes Ziel, ich möchte dann doch dieses Stück Land wegmachen. Dann werde ich das Zimmer nämlich verkleinern, den Flur hier lang ziehen. Und dann können wir dann nämlich noch ein Kinderzimmer dranhängen. Und ja, das ist zumindest erstmal der Plan. So, Isaias Geburtstagsparty. Ich finde, wir sollten dafür die Geburtstagsparty-Schilder aufstellen. Mit solchen Ballons, ey. So ist das gut. So. Wenn wir schon mal eine Geburtstagsparty feiern, dann müssen wir das auch vernünftig machen. So, ich würde sagen, ich werde jetzt hier diese Torte, die packen wir jetzt mal hier hin. Oder? Warum nicht? Hinter das Sofa. Aber ich möchte gerne diesen Teppich jetzt hier erstmal wegmachen. Und den auch. Und den auch. Und ich würde da... Okay, wir machen erstmal die Party-Sachen zu Ende. So, wo packen wir jetzt Geschenke hin? Vielleicht hier so in die Ecke irgendwie, ne? Ins Schlafzimmer. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? So in dieser Farbe ist ja nicht schlecht. Hier, warte mal, wo hatten wir sie jetzt? Da. Ein bisschen Geschenke verteilt. Chips kann man auch immer gebrauchen. Die packen wir jetzt mal hier mit hin. Auf den Tisch. Ja. Auf den Tisch sind die gut. Dann gibt es, glaube ich, noch eine Pizza. Die können wir hier hin platzieren. Ballons, ganz wichtig. Ich würde hier gerne welche hinhängen. Weil das hier so unser Partyraum wird. So, Isaiah. Wir nehmen jetzt mal die hier. Von der Farbe her passt das schon. Und dann hängen wir hier einfach noch welche hin. So, dann weiß jeder Depp, dass wir Geburtstagsparty hier veranstalten. So, dann können wir ja in unserem ziemlich tollen Garten. Ich habe überlegt, ob wir das dann auch nochmal umbauen, ob wir einfach den Raum vielleicht auch mal größer machen. So, uns fehlen noch Partyballons. So, wir machen mal zwei nach draußen, ne? Und ja, hier so ein Flur. Ne, die sind jetzt hier im Vorraum, im Wohnzimmer. Aber es ist egal, wir machen das. So, Barista-Karriere.
Wir können ja noch so eine Kaffeemaschine kaufen, sehe ich gerade. Aber für die haben wir nicht mal mehr Platz, oder? Irgendwie nicht so. Ja, gut. So. Ich habe übrigens ziemlich viele Einrichtungstickets, habe ich mal gesehen. Ich würde gern den Boden hier nochmal verändern. Und zwar hätte ich ja gern Teppich. Ich möchte ja auch mal was Neues ausprobieren. Gibt es das hier in Rot? Ja. Warum nicht? Gewebter Geomix. Der sieht noch besser aus. Pergament pur. Der sieht natürlich auch nicht schlecht aus, oder? Aber da müssen wir noch ein bisschen sparen. Hier diesen Regentropfenbrokat. Der sieht auch nicht verkehrt aus. So, wir müssen hier auf jeden Fall mit dem Kinderzimmer noch was machen. Das werde ich aber vielleicht wann anders umbauen. Mal gucken. So, Schlüsselplädoyer, Profi-Tipps geben für Rosalie. Ist ganz wichtig, die braucht das. So, ich veranstalte eine Party. Und es ist einfach noch niemand da. Schade. Na gut, dann halt nicht. So, dann sammeln wir hier noch Tempotechnik an Rosalie weitergeben. Meine Liebste. So. Haben wir hier Ballonsboxen? Nein, sowas brauchen wir nicht. Ich würde sagen, wir lassen das auch erstmal so. Und wir weisen ihm sein Hobby zu, würde ich sagen. So, und zwar eine kurze Einheit. Ich werde ja gleich eh noch ein bisschen spielen. Im nächsten Part werden wir uns auf jeden Fall die ganzen Häuser mal anschauen. Und darauf den Part baue ich hier vielleicht mal um oder so. Da muss ich mal schauen. So, aber wir können ja noch eine Party besuchen und das würde ich mit Isaiah machen. Und zwar die von Cassie, die veranstaltet eine Schlemmer-Party. Wobei, ich würde mal zu Johnny gehen. Nein, das bringt uns nichts. Wir gehen dahin. So. Und das sieht hier mega geil aus. Die hat schon wieder umgebaut. Die hat es immer richtig drauf hier, finde ich. Ich finde dieses Ding hier auch geil. Ich frage mich, ob sie 4 spielbare Sims hat. Ich bin auch irgendwann kurz davor, hier so ein Angebot anzunehmen. Wobei hier 300 Sim-Cash halt ein bisschen wenig ist. Und 5,49 ist halt auch echt happig, ne, muss man halt sagen. So, ich werde jetzt mal die Tastatur von meinem PC mal ein bisschen einfahren. Nicht, dass ich hier den Movie Maker starte und ich dann gleich schon loslabere in einem anderen Part. Das wäre nicht so geil. So. Ich würde sagen, wir geben mal Schneidetipps. Nein, das ist blöd. Wir sagen den Leuten einfach Hallo, oder? Ja, ich würde sagen, du bist frühlingsfrisch, mein Lieber. Das ist ganz normal. Stickerfehler. Dann halt ein Fehler, mein Gott. To-do habe ich übrigens abgeschlossen. Mission, wir sind beschäftigt. Den Lifestyle-Titel muss ich nochmal verbessern. Zimmer ausbauen können wir dann ja ab nächsten Dings machen. Eine neue Karriere werden wir dann auch bald aufnehmen, weil mit dem 4. Merkmal werden die dann jetzt auch irgendwann mal in Rente gehen. Immerhin haben wir das Hobby jetzt ja auch fast schon auf Level 10. Die beiden Karrieren sind auf Level 10 und die Beziehung zwischen den beiden mit Isaiah werde ich dir auf jeden Fall dann noch abschließen, dass dann dieses Beziehungsding mit ihm erfüllt ist. Und mit Luis werden wir mal schauen. Das ist dann theoretisch ja sein Neffe. Und, warte mal, was sind dann die Kinder? Das sind dann Cousins, ne? Ja. Seine Kinder sind die Cousins von Luis. Ist auch geil. Oder? Nee, warte mal, Neffen? Doch. Ich verwirr mich hier schon selber mit den Familienzuständen. Aber hey, dann bist du halt heiß. Weißt du, er hat so eine geile Hose. Ach, ich muss euch nochmal meine 2 Errungenschaften von Izzy zeigen. Der Typ und meine Errungenschaften, das geht gar nicht. Ihr müsst euch das geben. Ich könnte heulen, ey. Ja. Die hat hier auch schon angefangen, neue Küchenmöbel zu kaufen. Ich möchte auch welche kaufen, aber diese modernen Partyhähnchen, ey. Irgendwie sind die Leute hier gerade nicht sehr partyfreundlich oder freudig, wenn man das so nennen mag. Das sieht schon sehr geil hier aus. Wir können auch mal nebenbei gucken, was es hier so gibt. Bei, nee, nicht da, hier.
Wir haben gesellig und talentiert. Wir können uns ja hier einen kaufen. Ich würde aber gern das fürs Klavier irgendwie, dass wir auch endlich mal das Klavier lernen können. Aber ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen. Ja. Wenn ihr jetzt zufällig mal zuguckt, wie ist denn das bei euch? Gebt ihr da echt Ingame-Geld für aus? Ich meine, wenn man sich das hier so anschaut. Also so diese Angebote sind ja manchmal verlockend. Ne? Aber zum Beispiel 600 für 10,99. Also wenn das wenigstens so ein richtig fettes Vorteilspaket geben würde. Aber es gibt ja einfach nur so richtig kleine Sachen. Ne? Also es, ja, weiß ich auch nicht. Ja, die Auflösung vom iPad ist, glaube ich, gar nicht so lang wie vom iPhone. Also was heißt glaube ich? Ich weiß, dass es nicht so lang ist. Aber ich finde, es geht trotzdem. Also man kann hier gut spielen. So, wir haben jetzt die Schlemmerparty von ihr auch abgeschlossen. So. Jetzt haben wir ja eine Menge Freunde in der Freundesliste. So, du gehst jetzt mal nach Hause, weil du da ja eh gerade beschäftigt bist. Und ja, wir sind allein auf unserer Party. Aber es ist kein Problem. Wir feiern gern allein Geburtstag. So, ich wollte euch ja die Agentur nochmal zeigen. Nee, warte. Aber hier können wir kurz gucken. Also alles, was recht ist, 100, ne? Also 10 halt abgeschlossen. Jetzt, wo unsere Kanzlei berühmt ist, können wir uns vor Fällen kaum retten. Das ist wirklich echt praktisch. Wenn ich, also ich schicke die über Nacht jetzt teilweise in die lange Karriere, damit ich 450 Geld bekomme. Hier sind wir jetzt zum Beispiel auf Level 6 und hier sind wir auf Level 6. Ja, und die ganz rechts beachten wir gar nicht mal. So, ich habe mittlerweile übrigens Daniel mal wieder getroffen hier. Unseren Luxusexperten, der mittlerweile, glaube ich, auch in Rente gehen kann und mal sollte oder so. Ich weiß es gar nicht. So, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte euch, können hier nochmal kurz gucken, also Yoga hat sie auf 8 und Mode auf 10. Ne? Wir werden aber jetzt nochmal hier in die Innenstadt fahren. So der fette Globus in der Mitte. Hier ist irgendwie immer dunkel, finde ich. Also kaum, dass es mal nicht dunkel ist. Hier haben wir Daniel auch schon. Hier habe ich jetzt auch nicht viel gemacht. Ich habe hier noch einen Stuhl dazu gekauft. Das heißt, wenn wir irgendwann mal wieder in die Rechtskarriere gehen, das klingt schon wieder falsch, egal. Wenn wir immer wieder in diese Karriere reingehen, werden wir ein bisschen Vorsprung bekommen. Ich wollte jetzt noch gucken, dass ich hier zum Beispiel noch die Pflanzen einmal voll kriege. Und hier ist jetzt dieses, wie hieß das, die Agentur, ne? Genau, hier ist die Agentur. Und ich weiß gar nicht, können wir sogar schon bauen? Ja, ne? Ich mache das jetzt einfach mal. Wir können hier nämlich schon umbauen. Umzugskisten. Geschäftskarriere, Tortendiagramm, Sideboard mit Bücherregal und trendiges Bücherregal. Und dann haben wir hier Dekoration, Agenturschreibtisch, noch mehr Stühle, Lampen. Lampen sind ganz wichtig. Könnte man auch mal hier zukaufen, Seidenteppich. Ich finde die Agentur Wandkunst auch ganz schick. Agentur Deckenlampe. Ich glaube, damit fangen wir mal an, ne? Finde ich vielleicht nicht verkehrt. So, hier machen wir sie mal blau. Hier ist ja eh irgendwie alles bunt, ne? Hier orange. Oder auch nicht. Weil wir gerade nicht so viel Simoleons haben. Boah. Also man sieht schon, wir können hier auf jeden Fall noch tätig werden. Und dann hier die Arbeit irgendwann mal annehmen. Und bald, übrigens, das kostet jetzt ganze 7.035, dann hier das nächste freizuschalten. Wobei, mit 3 Sims kommt man mittlerweile gut auch an, ja, Simoleons. So, der macht jetzt hier gerade noch eine lange Schicht. Ich habe die heute auf 3 lange Schichten gestellt oder gesetzt, angesetzt, weil ich ja heute eine Geburtstagsparty da mitgemacht habe und ich da echt nicht so viel Zeit quasi hatte. So, warum habe ich hier so ein Nachrichtensymbol. Das verstehe ich immer nicht. Ja. Aber wir werden jetzt hier nochmal schnell das beenden. Er hat, glaube ich, sogar auch schon 2 Merkmale. Ja. Das dritte ist jetzt auch fast freigeschaltet. Ach so, ich wollte ja diese Kollektion noch zeigen. Das müsst ihr euch reinziehen. Also, da fässt man sich nur noch an den Kopf. So, Aussehen ändern.
Okay, es sind, glaube ich, Frauensachen, die wir gekriegt haben, ja. Da muss ich mal zu den Damen wechseln. Oder zu der Dame. Also das, ich weiß nicht, welches von beiden hässlicher ist. Wahrscheinlich das, was einfach nach Müllhalde qualmt. Weiß nicht, ob man das so nennen kann. Einmal habe ich das hier gekriegt. Das geht ja noch. Mit Herzen, ne? Das hat Liebesboost. Und dann guckt euch mal das hier an. Wir sind einfach eine fucking Dreckswolke mit so einem abgeranzten Oberteil. Muss ich da noch irgendetwas zu sagen? Jetzt mal im Ernst, ey. So, wir nehmen auf jeden Fall das hier. Also ich habe lieber Planeten um mich rumfliegen. Und das Größte, also der größte Scheiß ist ja diese beiden Lumpen hier, ne? Also, wobei, ich habe jetzt mal Lust, ihre Haare vielleicht nochmal zu verändern. Was ist das denn hier Geiles? Es wird immer schlimmer hier. Ja, mit den Damen kriegt man hier echt gut Haare, ne? Also da hat man echt eine Menge Auswahl, finde ich. Ich finde halt blöd, dass hier alles so mit diesem Sim-Cash halt ist. Nee, wir bleiben dabei. Wir bleiben dabei. Wir haben das extra gekauft für 1000 Simoleons oder so. Ich weiß es nicht. Wir bleiben da jetzt bei. So, Halbmond üben. Und ihr seht schon, wir müssen jetzt eine Yogamatte kaufen, die einfach eine bessere Objektqualität hat. Ich kann euch mal zeigen, wir haben die mittlerweile freigeschaltet. Ich kann euch ja mal zeigen, wie die auch optisch aussieht. Wir machen das mal im Bad, da geht es am besten. Wir haben mittlerweile diese Yogamatten hier. Ich finde, das geht so. Also das passt hier sogar so als Läufer ins Bad. Aber ich finde die ja eigentlich richtig geil. Also die mag ich ja in Sims sowieso auch sehr gerne. Wobei ich hier wahrscheinlich echt das Rote bevorzugen würde und das dann irgendwie hier hinpacke. Oder halt so quasi, als ob der Läufer dann hier steht oder ja einfach da ist. Oder einfach hier vor oder so. Das kann man dann sehen. Wobei hier vor dem Fernseher wäre auch nicht verkehrt, ne? Aber egal. Ja. So 3000 für eine Yogamatte zusammensparen. Ich habe übrigens hier an der Seite noch so ein Ding gekauft für Toilettenauffüllung. Aber es funktioniert offensichtlich nicht, weil die Toilette immer nur noch plus 3 gibt. Also man kann das nicht irgendwie mit verschiedenen Objekten stapeln anscheinend. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. So, wir können jetzt ja mal den fetten Fernseher benutzen. Ich habe übrigens diese Yoga-Kerzen ja auch hingestellt. Sieht nämlich auch sehr geil, Sinne entwickeln. In Rot, ich fand, das passt hier so zum Wohnzimmer. So ein neues Sofa könnte man auch mal gebrauchen. Sinne erfrischen. Ich habe sowieso überlegt, ob wir mal wieder umstellen. Ich hatte ja die Idee, ob man dann für die nachfolgende Generation wieder mal umbaut. Aber das dauert halt immer echt ein bisschen, ne? Bis man das alles umgebaut hat und so. Weil also man kann den ganzen Raum halt leer räumen und ins Inventar packen, das geht. Aber es ist halt schon echt aufwendig, ne? Also, ja. Ich bin froh, wenn wir das hier dann erstmal hinkriegen. So, wir machen nochmal einen Handstand. Jetzt hat sie endlich mal vernünftige Kleidung für sie an. Ich finde, das sieht so nach Selbstbeherrschung alles aus, ey. Also, richtig geil. Ich würde das auch gern können. Aber ich, dickes Stück Ding, werde das so leider nicht hinkriegen. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal sehr abgenommen habe und dann... Dann kommt meine Zeit. Ja. Das wär's. Naja, sobald Zeiten werden wir dann hier mal die Landerweiterung dann uns gönnen. Und solange lassen wir das Zimmer hier. Ich werde es umbauen. Vielleicht einfach in Blau oder so. Mal gucken. Also je nachdem, was für Farben das Bett und alles hat. Eigentlich können wir das auch zusammen in einem Part machen. Warum eigentlich nicht? So, ich werde erstmal hier für die Party von Isaiah. Wir werden unserem Verlobten mal Tipps geben für sein Outfit. Und so, ey yo, das geht mal gar nicht.
so der Rest, ach, hilfreiche Handstandtipps geben. Magdalena ist der Party beigetreten, Mensch. Jetzt kommen sie alle. Ja, Torte geht auch schlecht. Wobei ich glaube, bei dieser Geburtstagsparty denken viele, das ist noch so ein Anfängerhaus. Aber wenn man dann hier ist, sieht man ja, dass das nicht so ein Anfängerhaus ist. Ich meine, Level 27, ganz viele Räume, ganz viel Stuff und vor allem so ein fetter Flachbildfernseher. Lama-Doku. Auf Party Videospiel spielen. Freund erforderlich. Ich habe keine Freunde, Mensch. Ja. So, ich werde jetzt sie hier nochmal zur Übungseinheit schicken. Für den nächsten Part werden wir uns dann mal die Häuser angucken und dann werden wir zusammen das Zimmer neu bauen, würde ich sagen. Das können wir dann nämlich schon mal machen. Ja, und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit erstmal ciao und bis zum nächsten Part.